Du stehst auf Rätsel und Fantasy? Dann habe ich jetzt das perfekte Spiel für dich. Und zwar die Schriftrolle der Geheimnisse vom Frech Verlag. In diesem wunderschönen illustrierten Wimmel-Rätselspiel schlüpft ihr alleine oder mit bis zu 3 weiteren Spielern in die Rolle eines Helden und müsst die Geheimnisse des Reiches Lissaria entdecken. Diebe haben Emions Herzscherbe gestohlen und damit das Land Kanea in ein noch nie dagewesenes Chaos gestürzt. Ihr müsst dieses Relikt wieder mit dem Seelenstein Dasiras verbinden, um die Welt zu retten. Die Schriftrolle der Geheimnisse kann alleine oder mit bis zu 4 Spielern gespielt werden. Und das Schöne an dem Spiel ist eigentlich, dass es keine richtigen Runden gibt. Also ihr müsst jetzt nicht das Spiel anfangen und dann 3 Stunden durchspielen. Ihr könnt nach jedem Rätsel sagen, okay, wir hören jetzt auf oder ich höre jetzt auf und morgen geht's vielleicht weiter oder erst nächste Woche. Und müsst euch einfach nur merken, bei welchem Rätsel ihr wart und könnt da ganz entspannt weiterspielen. Und das Erste, was bei diesem tollen Spiel natürlich ins Auge fällt, ist diese 1,80 Meter lange Schriftrolle. Denn auf dieser Schriftrolle sind alle Rätsel des Landes verteilt und ist somit euer Spielbrett. Das Besondere an dem Spiel ist auch, dass ihr nicht die Rätsel in einer gewissen Reihenfolge erledigen müsst, sondern ihr könnt hin und her springen, das, was die Karte natürlich hergibt. Man gibt am Anfang immer nur ein kleines Stück von der Karte frei und wenn man die Rätsel gelöst hat, darf man die Karte entsprechend des Regelwerks quasi ein bisschen weiter freischalten und kann dort alle Rätsel auf dem bereits aufgedeckten Teil einfach lösen, wie man möchte. Die Haupträtsel des Spiels löst ihr natürlich als Gruppe, es gibt aber auch nochmal für jeden Charakter eigene Rätsel auf diesem Spielbrett. Dazu kommen wir aber gleich nochmal. Ziel des Spiels ist es natürlich, alle Rätsel gemeinsam zu lösen und so die Geschichte komplett zu beenden und das Reich wieder zu retten. Die Schriftrolle der Geheimnisse ist ab 10 Jahren empfohlen, es ist relativ simpel, aber es hat einen extrem hohen Wiederspielwert. Neben diesem fantastischen Spielbrett, was ja diese Schriftrolle ist, mit diesen ganz unterschiedlichen vielen Rätseln, die man lösen kann, gibt es auch noch insgesamt 4 Charakterbögen. Und diese 4 Charakterbögen haben nochmal pro Charakter 3 Skilltrees. Sprich, ihr könnt euch 3-mal den gleichen Charakter aussuchen, aber 3-mal unterschiedlich spielen. Und das ist meiner Meinung nach ein riesengroßer Wiederspielwert. Durch die individuellen Rätsel eurer Charaktere schaltet ihr Gegenstände und Artefakte frei, die euch im Laufe des Spiels natürlich nochmal weiterhelfen können. Hier ist es aber zu beachten, dass man die Rätsel für den eigenen Charakter auch alleine löst und so kann es natürlich auch mal passieren, dass ihr das Rätsel nicht löst und diese Mission bzw. dieses Rätsel ist dann für die Partie, die ihr gerade am Spielen seid, komplett geschlossen. Ihr könnt da nicht nochmal hin und sagen, okay, jetzt probier es nochmal, weil ihr hattet die Lösung nicht richtig und damit fällt dieser Gegenstand für diese Partie für euren Charakter komplett raus. Auch wenn das Spiel beim Frech Verlag erschienen ist, sind die Entwickler des Spiels Apex die Ideenschmiede. Von ihnen habe ich auch das Spiel zugeschickt bekommen, um es euch heute vorstellen zu können. Vielen Dank schon mal dafür. Apex die Ideenschmiede ist eine Spieleautorengruppe von 4 Leuten. Sie illustrieren und entwickeln Spiele und sind dabei mega kreativ unterwegs. Hauptsächlich bieten sie Designerstellungen an, aber sind momentan dabei, auch eigene Spiele herzustellen. Auf der Spiel durfte ich einige Prototypen von ihnen testen und ich freue mich jetzt schon wahnsinnig darauf, wenn diese Spiele irgendwann rauskommen. Es war wirklich grandios. Da ist eine Energie hinten dran, eine Kreativität, eine Leidenschaft, wo wirklich meiner Meinung nach ihresgleichen sucht. Das ist so ein sympathisches, tolles Team. Ich habe euch das alles mal unten verlinkt. Schaut bei denen sehr gerne mal vorbei. Lasst ihnen auch ein Follow bei Instagram da. Es ist wirklich eine ganz tolle, sympathische Gruppe, von denen wir bestimmt noch einiges hören werden. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Die Gruppe hat auch so eine eigene Art Stil und Kreativität, die ich wirklich schon fast romantisch charmant irgendwie bezeichnen würde. Also ich liebe die Artworks und die Ideen hinter ihren Spielen und ich glaube, die Liebe zum Detail sieht man auf jeden Fall auch anhand des Spielbretts, also der riesigen Schriftrolle bei die Schriftrolle der Geheimnisse. Und im Vergleich zu anderen Wimmel-Rätselspielen wie Micro Macro hebt sich die Schriftrolle der Geheimnisse auf jeden Fall durch ihren Wiederspielwert extrem ab. Micro Macro spielt man durch, ist ein schönes Spiel, danach kennt man die Rätsel und man muss es erstmal wieder 10 Jahre in den Schrank packen, um es quasi wieder erneut spielen zu können. Und die Schriftrolle der Geheimnisse ist durch die verschiedenen Charaktere, durch die verschiedenen Skilltrees, die man bei den Charakteren auswählen kann und die undefinierte Reihenfolge und nochmal die individuellen Rätsel für die einzelnen Charakter eigentlich so ein bombastisches Spiel mit einem so hohen Wiederspielwert, dass ich es Rätselfans auf jeden Fall nur empfehlen kann. Auch die Option, dass man es komplett solo spielt, finde ich persönlich immer sehr interessant. Das wird wahrscheinlich
bei manchen Rätseln ein bisschen schwierig, weil wenn man die Lösung nicht hat, dann hat man quasi verloren als Einzelspieler. Es macht definitiv Sinn, mit mehreren Leuten zu spielen, aber ich bin auch ein großer Fan davon, wenn man nicht unbedingt Leute dazu braucht und auch einfach mal selber loslegen kann. Also das Spiel hat eine wahnsinnige Dynamik und ist, glaube ich, nicht nur für Spielanfänger, sondern auch für Vielspieler definitiv geeignet. Wir freuen uns auf jeden Fall zu Weihnachten, alle Geheimnisse vom Reich Lissaria zu entdecken und ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in dieses Spiel geben. Ich persönlich finde es sehr genial. Allein diese Schriftrolle, ich kann es nicht oft genug sagen, die ist sowas von geil. Also checkt sehr gerne unten die Links. Ich habe euch das Spiel auch nochmal verlinkt und alles zu Apex. Lasst wie immer gern ein Like auf dem Video, ein Abo auf dem Kanal und ein Follow auf TikTok, Twitch oder Instagram da. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Bis dann, tschüss!